Good morning, friends. Welcome to the vlog. Es ist Montag, der 14. August. Morgen hat Marvin Geburtstag. Oh, don't mind the mess. Morgen hat Marvin Geburtstag. Wir sind aber beide arbeiten. So, tomorrow is nothing happening. Aber dafür habe ich für Samstag ein Boot gemietet. Und dann machen wir uns eine chillige Runde auf dem Boot mit ein paar Freunden. Und ja, ich freue mich schon. Er weiß nichts. Also es gab ziemlich viele Komplikationen, was das angeht. Aber wir haben es dann doch irgendwie ein bisschen gefixt. So, dass er weiß, dass das passiert, dass das mit Leuten passiert. So, aber er weiß nicht, was passiert. So. Deswegen hoffe ich, dass er sich freut. Und ja. Ich gehe jetzt erstmal arbeiten. Marvin ist auch arbeiten, er hat Tagschicht. Morgen hat er Nachtschicht. Ja, also bei mir passiert halt nicht viel. Genau. Bitte nochmal. So? Bin ich aus der Kamera? Ja. Dann machen wir so. Ich habe noch nie beim Leben so einen Langfinger gesehen. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Marvin. Happy Birthday to you. Woo! Ein schöner Brownie. Birthday Boy. Warte, ich bin gerade im Hausflur und Marvin hat mich gerade abgesetzt hier. Weil er fährt jetzt auch ein paar Parkplätze und es ist gerade extrem so ein Wetter draußen und ich habe Angst vor dem Wetter. Deswegen ist halt kein Parkplatz frei und wir müssen sonst halt vorwärts laufen. Es blitzt halt die ganze Zeit, uns gerade gesehen. Ich versuche mal einen drauf zu kriegen, ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Aber ja. Okay, das sieht oben. Nemo hat vergessen, seine weißen Streifen anzuziehen. Wenn man für Feuerwehrmänner kocht. Ja. Das ist für zwei Personen übrigens. Was? Spaß. So, Friends. Ich bin jetzt wieder zu Hause. Marvin ist jetzt auch auf dem Weg nach Hause, weil er nachher arbeiten muss und ich muss jetzt gleich los in 10 Minuten. Muss ich auch arbeiten und deswegen machen wir heute nicht so viel, sondern machen das wie gesagt am Samstag. Und ja, ich gönne mir jetzt ein Stück von seinem lockeren Geburtstagsküchlein. Oh, jetzt habe ich hier voll die Schokolade gefasst. Delicious. Ja, wir waren eben bei Ikea, haben Hotdogs gekauft, damit er die halt auf der Wache nachher verteilen kann. Und ein bisschen gestöbert, dann waren wir in der Tierhandlung. Lieb ich ja. Ja, und dann sind wir zurückgefahren. War eigentlich chillig. Genau, gefrühstückt haben wir da. Ja. Das war so der heutige Tag bis jetzt und jetzt gehe ich arbeiten und schwitze mir einen ab, weil wir haben endlich wieder 30 Grad in Deutschland und eigentlich ist es super, aber in langer Hose ist halt nicht toll. Und mir sind hier überall Schweißperlen im Gesicht. Disgusting. Hey Friends. Was geht? Hi. Willst du deinen Geburtstag von gestern nochmal zusammenfassen? Nö, wir standen im Kreis, ein paar Leute haben mir gratuliert, also so halt, wo wir noch nicht im Kreis standen, wo man halt diese Übergabe immer macht. Ja, aber nö, ansonsten eigentlich nichts und dann hatten wir halt noch einen Alarm, dass eine Frau vermisst wurde, krumme Lanke. Chillig, wir machen jetzt Frühstück. Es ist, welcher Tag ist heute? Heute ist Mittwoch. Heute ist Mittwoch und es ist warm, genau, deswegen schwitzen wir auch und sehen so aus, wie wir aussehen. Und wir machen jetzt Ciabatta überbacken mit Knoblauch-Frischkäse und Mozzarella. Wo ist mein Frischkäse? Hier, hier ist. Genau, und dann haben wir so coole Dips gekauft. Einmal Sweet Chili Creme und einmal Aioli. Und damit dippen wir dann gleich das Brot.
So sieht das dann aus. Also das ist noch nicht gemacht, das haben wir schon. Und da kommt jetzt noch ein bisschen Gewürz drauf. Damit es aussieht, als wäre, könnte man kochen. Bisschen Salt and Pepper. Und das wird dann im Ofen überbacken und dann ist es fertig. Ich finde Deutsch auf jeden Fall sehr cool, interessant. So, Friends, es ist jetzt Mittwochnachmittag und wir fahren jetzt kurz zu meiner Schule. Zu meiner alten Schule, wow. Ich hole meinen Abi-Pulli ab, weil die sind jetzt angekommen. Und dann gehen wir zum Training, das ist mein Outfit. Topcon-Sport-BH. Weißer Halarock und Jersey aus der letzten Saison. Und vorsichtshalber ein Shirt. Genau. Und wir fahren jetzt los. Wir machen jetzt mal hier so einen coolen Vlog-Takeover, guys. Was jetzt erzählen? Ja, ihr müsst jetzt alle was sagen. Du machst das Ganze jetzt so, weil du keine schwarze Urteile dabei hast? Also Leute, wir haben es 30 Grad und Paula trägt einen Pulli. Ja, und wir boxen. Filmen Sie mich nicht, Sie begehen eine Straftat. Heulen Sie doch. Jetzt kommentiere ich, dass ich im Block bin. Jetzt kommentiere. Hallo, ich bin Julia, ich bin auch dabei. Guten Tag, wir hätten gern zwei McFlurry. Ja, mit welchem Topping? Der erste mit Schokosoße und Oreo. Ja. Und der zweite mit Karamellsoße und. Oh, jetzt ist es weg. Karamellsoße und was? Ja, ich wollte gerade. Ach, jetzt kann ich wieder gucken. Und KitKat. Okay, alles von Ihnen? Das alles, ja. Dann können Sie mich nicht ganz kurz vorstellen, wie man es macht. Sie. Danke! Okay, good morning, friends. Mein Plan für heute. Achso, wir haben Donnerstag. Mein Plan für heute ist es. Outfits rauszusuchen für den Urlaub, die ich einpacken will. Und anschließend will ich meinen Kleiderschrank aufräumen. I really need to do this. Ja. Genau, ich habe überlegt, ob ich das so rum mache oder andersrum. Also ob ich erst aufräume und dann die Outfits probiere. Und dann dachte ich mir, ich glaube, so rum ist besser. Deswegen mache ich das jetzt und wir sehen uns wieder, wenn ich meinen Kleiderschrank aufräume. Leute, das sind alles Hosen. Oh mein Gott, warum wusste ich nicht, dass ich so viele Hosen habe? Oh mein Gott! Ich bin im Badezimmer. Auch meine Schiebenstellung ist angekommen. Ich wollte euch kurz zeigen, was angekommen ist. Einmal. Wie rum ist es denn jetzt? Das Oberteil hier. Das ist quasi am Rücken geschnürt. Dann einmal dieses Oberteil hier. Das ist ein cutes Top. Und einmal ein Dreier-Set von so einem Tube-Tops hier. Genau. Und ich probiere es jetzt mal an. Top number one looks like this. Die Waschmaschine ist gerade ziemlich laut. Das ist gerade echt eine blöde Perspektive hier. From the back. From the front. Love it. Kinda cute. Okay, also das kriege ich gerade nicht alleine geschnürt. Aber you get the drill. Von hinten sieht es halt so aus. Hier halt irgendwo der zweite. Hier. Und dann ist es halt so. Ja. So würde es halt aussehen. Ups. So. Und das ist einfach das Dreier-Set von der anderen. Also schwarz-weiß-grau habe ich. An dem Set. Basic cute. Kommen wir zu einem Anziehen. Und so sieht das eine Top nochmal geschnürt aus. Also von vorne so. Von hinten so. Ja, Mama hat es mir jetzt geschnürt. Und ich habe noch zwei andere Sachen bekommen in der Bestellung. Also in der Bestellung schon davor. Das ist quasi in zwei verschiedenen Paketen gekommen. Das zeige ich euch jetzt auch noch. Da habe ich jetzt auch ehrlich gesagt keine Lust, das mehr anzuprobieren. So, ich
hatte das halt schon angehabt, das Shirt hier. Das sieht so aus. Das ist von vorne halt einfach basic. Und hinten quasi komplett hat das einen Rückenausschnitt. Also man sieht es jetzt nicht so, aber... Ja, genau. Einfach auch ein rückenfreies Shirt. Dachte ich mir, ist auch ganz schön. Und dann habe ich mir hier noch so eine Jacke bestellt. Hier ist auch noch das Preisschild dran. So wie so eine Sportjacke quasi. Dann kann man die quasi so tragen. Ist jetzt noch ein bisschen zu warm dafür draußen. Aber an sich ist halt cool für Strömme auch dann im Winter oder Herbst, wenn es halt kühler wird. Die ist halt so ein bisschen cropped, also die geht nur bis hier. Das, ich schiebe mal das Shirt so weit runter. Hoch meine ich, wie die ist. Also die geht halt so bis da. Und ja, ich finde sie sehr süß und es ist sehr warm hier drin. Deswegen ziehe ich sie direkt wieder raus. Aber ja, das war jetzt meine letzte Ski-In-Bestellung, beziehungsweise meine letzte Bestellung vom Urlaub. Und ja, ich habe eben mit Mama so ein bisschen Schränke ausgemistet, was wir noch so an Geburtstagsdeko finden und so. Was ich dann am Samstag mitnehmen kann, weil meine Eltern fahren ja morgen wieder auf unser Grundstück übers Wochenende, das heißt, sie sind gar nicht da. Und habe gerade noch Luftballons bestellt, die kommen morgen an. Und da muss ich morgen noch so Luftballons für Helium kaufen. Helium habe ich noch von meinem Geburtstag hier. Und dann kann ich die Luftballons einfach mit Helium hier auffüllen und spare mir das Geld dafür. Genau, und da muss ich morgen nochmal arbeiten. Und letzte Sachen für Marins Geburtstag besorgen. Ist eigentlich alles, was jetzt so heute und morgen abgeht. Ja, we will see, was die Woche noch so bringt. Ich halte euch auf dem Laufenden. Guys, never mind, ich werde auch am Stream. That's the fit. Trage hier irgend so ein Oversize-Shirt von Marvin. Also für Marvin, das ist ein normales Shirt. Für mich ist das ein bisschen oversized. Und das ist mein Gym-Fit. Ich habe einen schwarzen Nike-Sportgänger an und Shorts von Shein. Ja, und let's go. Excuse me, was ist mit dem Wetter los? Einfach jeden Abend Gewitter. Was ist das? Zum Glück habe ich meinen Regenschirm nicht aus meiner Sporttasche ausgepackt vorhin. Alte Scheiße. Oh, ich hätte auch eine Abkürzung nehmen. Egal, Jodo. Auf jeden Fall, ich hatte den Regenschirm trotzdem klitschnass. Ich glaube, ich werde heute im Auto schlafen. Und ja, falls ich morgen noch leben sollte, melde ich mich bei euch. Good morning in the morning. Ich habe gestern Abend überlebt übrigens. Es war tatsächlich gar nicht so doll, wie ich dachte. Es war mehr in halt nicht da, wo ich lang gefahren bin, sondern halt da, wo in die andere Richtung das Gewitter. Und deswegen habe ich das dann am Ende gar nicht mehr so richtig mitbekommen. Und als ich ausgestiegen bin, habe ich dann einfach den letzten Blitz abgewartet und bin dann nach Hause gerannt. Und ja, dann war ich noch schnell duschen. Und jetzt gerade schaue ich mir die Fotos von letzter Woche an, die Mama und ich gemacht haben. Und gucke da einfach mal so ein bisschen durch, was da halt so dabei ist. Vielleicht poste ich die Tage jetzt schon mal was. Und ja, ich habe jetzt noch ungefähr anderthalb Stunden Zeit, bis ich mich fertig machen muss. Und dann fahre ich los in die Stadt. Da muss ich zur Bank und nochmal in diesen Partybedarfsladen in der Mall restliche Sachen kaufen und dann muss ich arbeiten. Heute nur 4 Stunden. Chillig. Ja. See you later. Okay, guys, it's almost time to leave for work. That's the fit. Hose H&M, as always. Top ist von Shein. Aus meiner Bestellung gestern habe ich direkt angezogen heute. Ich habe so einen geflochtenen Zopf. Und Converse natürlich, ne? Weil ich besitze keine anderen Schuhe gefühlt. Und sie sind meine Everyday Shoes. Leute, ich bin zu Hause. Mir ist unfassbar warm, weil es sind, glaube ich, 30 Grad. Immer noch. Es ist 19 Uhr, halb 8 schon. Ich habe übrigens was an. Ich sehe aus, als wäre ich Nike. Lol.
Ich bin jetzt nach Hause gefahren und habe auf dem Weg nach Hause halt was zu essen bestellt bei einem Laden, wo es halt meistens lange dauert, bis es ankommt. Wo ich halt schon mehrere Male so eine Stunde gewartet habe, dass mein Essen ankommt. Und ja, ich bestelle so eine halbe Stunde, wo ich halt noch eine halbe Stunde nach Hause fahren musste. Und ich dachte mir so, ja, safe kommen die an, wenn ich zu Hause bin. Ja, Puzzukuchen, rufen die mich an. Hallo, wir stehen vor der Tür. Wo bist du? Ich so, ich komm gleich. Und dann musste der vor meiner Tür warten, bis ich gekommen bin. Und ja, here's my food. Einmal Pomskis. Und ein Burger. Und eine Fanta, weil es war ein Menü. Love it. Das soll ich mir jetzt schmecken und ich chill, weil ich habe extrem Kopfschmerzen heute, irgendwie den ganzen Tag. Und ja, bin heute Abend alleine. Ja, mal schauen, was ich so Lustiges mache. Wahrscheinlich schlafen. Good morning in the morning. It's Saturday. Wir haben unsere schlaue Einkaufsliste und wir gehen jetzt einkaufen. Und Hertha spielt heute gegen Hamburg. Yay. We are celebrating Marvins birthday today. Ich hoffe, Hertha gewinnt zum Geburtstag. Naja. Also, ich hatte vor 10 Tagen. 5 Tagen. Vor 10 Tagen? Welcher ist Hertha? Schreib mal nicht. Vor 4 hattest du. Also hier ist der vierte Finger. Aber hier, guck da. Und wir gehen jetzt einkaufen. Alles gut. Spann dich mal ein bisschen. Ist dann doof. Schätz. Hä? Schätz. Schätzen? 72. Boah. Ja. Wir gucken jetzt Cars. Mit Lightning McQueen. Leute, ich habe übrigens Crocs gekauft. Geil, oder? Ich habe mir jetzt Anstecker dafür bestellt. Mal schauen, wie die ankommen. Leute, guess what? Wir waren mal wieder im Zeitstress und konnten nichts filmen. Ups, was hat er gefilmt? Nichts. Das war der Punkt. Wir waren mal wieder im Zeitstress. Das ist mein Outfit. Ja, very so cool. Das ist ja dein Outfit. Ich habe cool hier so von Ruffy so ein... Mega. Mann, ja. FedEx-Tasche. Da ist unser ganzes Essen drin. Edeka-Tasche. Edeka-Tasche. Und ich finde die mal so, ich finde die richtig cool. Und eine cool Audi-Tasche. Audi-Kühltasche. Lieben wir. Vielleicht hier. Ich glaube, da ist ein Grill. Ein Grill haben wir ja, das ist ja nicht das Problem. Okay Leute, wir liegen. Wir hatten einige Probleme. Ich hoffe, man hört das überhaupt mit der Box. Wir haben jetzt gegrillt oder sind am Grillen. Marvin's the Grillmeister. The Master of the Grill. The Master of the Grill. Und wir haben Bratwürstchen. Und? Ist kalt? Wo ist er denn? Lebt er noch? Schatz? Hallo? Gar nicht hoch. Wo bist du? Ach da. Was? Lebst du noch? Ja. Ist kalt? Nö, okay. Absolut gar nicht. Du liegst da? Nee, ist wirklich warm. Ist angenehm. Nee, das ist eine Mücke. Hier ist eine Mücke. Wo denn? Hey, bleib hier. Stopp. Mann. Oh, die springt hin und her. Die springt. Ach, du verarschst mich hier. Ich dachte, die springt. Oh, da ist er, im Wasser. Okay. Komm her. 3, 2, 1. Yay! Yeah. Komm, wir gehen zusammen.
Guys, wir sind back home. Da ist noch Nico. Ja, also ich nehme alles zurück mit Hertha. Hertha ist scheiße. Hä, hast du irgendwas dazu gesagt? Ja, vorhin im Auto. Ach so, stimmt. Wie fandest du es? Hat Spaß gemacht? Ja, war super. War super duper. Es war halt nur ein kleines bisschen Komplikation, weil unser Boot nicht mehr fahren konnte. Motorschaden oder sowas, keine Ahnung. Und der nette Herr hat uns dann einfach an eine etwas ruhigere Stelle gefahren, da haben wir dann geankert und dann haben wir da einfach um so knapp 3 Stunden oder so, 3,5 Stunden. Länger, 4, glaube ich. Auf jeden Fall da verbracht, sind reingesprungen, haben viel gemacht, bestimmt schneidet Pauli da auch was ein. Und dann hat er uns dann später noch eine Kapitänsmütze gebracht. Kurz. Und dann sind wir nochmal eine Dreiviertelstunde oder Stunde später nochmal abgeholt worden. Sind nochmal zurück am Steg und haben. Nochmal. Und haben dann da. Nochmal gechillt. Ein bisschen die Zeit dort genossen. Nochmal. Nein. Nochmal muss da nicht rein. Arsch. Ja. Und wir gehen jetzt schlafen. Gleich. Und ganz viele Spinnen waren da. Ja, das war schrecklich. Ganz viele Itzi-Bitzi-Spiders. Ganz viele Itzi-Bitzi-Spiders, aber richtig viele. Leute, dieses Wetter ist einfach kein Spaß mehr. Also, ich beschwere mich wirklich selten über Hitze. Aber irgendwie ist heute sehr schlimm. Du schießt da jetzt bloß so eine Parade. Entschuldigung. Sagst du zur Hitze? Hast du was an? Nee, du hast nichts an. Mein Opa holt uns gleich ab und meine Oma. Und wir gehen dann was essen. Mal schauen, was wir essen. Eis. Eis? Oder richtig essen, meinte er. Aha. Können wir uns aussuchen. Ist besser. Mega. Ja, yeah, that's the plan. Mhm. Friends. Oh, was geht? Wir sind wieder home. Es war sehr lecker. Ja. Und uns sehr gefreut, dass Opa uns eingeladen hat. Ja. Was hast du denn gegessen, Schatz? Erzähl mal. Ich hatte so Nudeln mit Hähnchen und Tomatensahnesauce. Ich hatte Carbonara. Geil. War wirklich echt lecker. Ja. Und ja, wir sagen Tschüss für diese Woche. Oder Rinsen mit dem Grinsen. Hast du eine Kommentarfrage der Woche? Ja, wo geht ihr zum Sport? McFit, FitX, Superfit. Geht ihr überhaupt zum Sport? Ja, oder geht ihr überhaupt zum Sport? Macht ihr Sport? Haut mal raus. Chilly-Ding. Nein, das ist ja Hobby. Hobby ist nächste Woche. Nein, ihr könnt auch schreiben, wer den Chilly-Ding macht. Ja, könnt mal zum Bears kommen, Probetraining. Tschö mit Ö!